Ja, servus Freunde. Hallo und herzlich willkommen bei Potternander. Diesmal aus einer ganz ungewohnten Perspektive. Und zwar hier einmal ein Unboxing, Überraschungspost. Ja, wo die wohl herkommt, ich bin mal gespannt. Wir machen es gleich mal auf. Der Absender, ich kann es euch schon verraten, das ist kein geringer als der wundervolle und einzigartige Buddy Olli von Feingut Drucke. Ja, wir hatten mal eine T-Shirt-Aktion, ihr erinnert euch vielleicht, da gab es Potternander Shirts und auch Prints. Wir schauen einfach mal, was hier in diesem wundervollen Paket so drin ist. Ah, jetzt guckt euch das an. Ist das nicht ein fancy Karton? Ey, fast zu schade, um den irgendwie aufzumachen. Das ist der Hammer. Müssen wir mal gucken, wo wir uns hier irgendwie Zugang verschaffen. So, und weiter geht's. Also, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Und ich sehe schon, das sieht vielversprechend aus, da kommen wir gleich zu. Und sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Das ist herrlich. Vielleicht habt ihr das ja schon gesehen, Feingutdrucke hat wunderbare Cityprints. Hier sehe ich einmal Herne, meine Geburtsstadt Oberhausen. Nochmal, nochmal Duisburg. Duisburg. Sehr, sehr cool. Essen. Und weiter geht's. Zack, Bottrop. Ich darf es fast gar nicht sagen, aber da habe ich auch mal gewohnt. Schaut's euch an hier. Wunderbar. Feingutdrucke. Herrlich. Schaut einfach mal vorbei auf der Seite feingut-drucke.de oder einfach ja, bei Instagram. Feingutdrucke, Amboss-Tattoo, Buddy Olli. Schöne Grüße auch vom Schrömi von Potternander. Herne. Herne. Feingutdrucke. Jawohl. Total geiles Merch. Ich freue mich wahnsinnig. Ganz, ganz lieben und herzlichen Dank. Bochum. Wir erinnern uns an den wundervollen Sieg gegen den ersten FC Bayern München. Heimsieg. Bochum. Herrlich. Weiter geht's. Dortmund. Sehr, sehr nice. Also das ist echt cool. Gelsenkirchen. Und was, guckt euch mal die Details an. Das ist der absolute Hammer. Richtig. Könnt das alle mal erkennen. Schaut einfach mal. Mann, Wahnsinn. Und auch hier nochmal mit Essen. Dürlich, Gruger, Staudert, Zollverein. Ach, Villa Hügel. Ist Volkfangmuseum? Margaretenhöhe? Ja, total geile Idee. Und das Ganze gibt es auch noch mal in der Printversion. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Komm, einfach, oh, ich kriege gleich Tränen in den Augen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ey, lieber Olli, ich danke dir total herzlich. Das ist sowas von absolut geil. Ich freue mich riesig. Und das, wo ich gerade eben aus der Nachtschicht komme, ey, das ist so geil. Ey, das kriegt einen Ehrenplatz, wird eingerahmt und wirklich geil an der Wand. Ey, total ober cool. Nochmal hier herzlichen Dank. Boah, total cool. Und hier? Ah, ich kann jetzt schon mal ein bisschen sehen. Komm, einfach aufmachen. Ah, vor lauter Aufregung die Kamera fast umgestoßen. Ah, herrlich. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, die wunderbaren Potternander-Shirts, die Netzwerk-Shirts in der Zusammenarbeit mit Feingutdrucke. Da konnte man auch noch Prints kaufen. Und da gab es noch jede Menge. Und die würde ich total gerne, wer Interesse hat, ja, an euch weitergeben. Ich muss noch mal schauen, wie wir das Ganze machen. Vielleicht mit einer kleinen Verlosung, aber ihr seht, es sind jede Menge obercooler Potternander Prints. Und das Ganze kann man einrahmen. Das ist eine wunderbare Pappe hier. Ich selber habe das auch an der Wand hängen, natürlich. Und dazu lassen wir uns was einfallen. Und wenn ihr auch Bock habt auf
ja, einen wunderbaren Portananda Print oder auch jede Menge City Prints hier von Buddy Olli von Feingut Drucke, dann geht auf jeden Fall auf die Instagram-Seite, auf die Homepage, lasst einen schönen Gruß von mir da. Ja, und holt euch eure Heimat und packt sie euch an die Wand, rahmt euch das Ganze ein. Ich sage erstmal ganz, ganz lieben herzlichen Dank, Olli. Das war wirklich megamäßig super, super cool von dir. Super geil, ich freue mich. Ich kann das immer nur wieder sagen, das ist eine echt coole Überraschung. Geile Aktion, wir bleiben dran. Und ja, Portananda Prinz, hier auf dem Kanal. Wer will, ich lasse mir was einfallen. Also, stay tuned.